pur mit Schokolade, vegan mit Himbeeren und Cashewkernen, als White Fudge mit Engelwurz und Mandeln, orientalisch oder hessisch, jedes Fudge ein kleines Kunstwerk. Thomas Niedermeyer, eigentlich Konditor, dann Maschinenschlosser, Firma insolvent, eher arbeitslos, die Gelegenheit, endlich einen Traum zu verwirklichen. So, entscheiden. Kopfbedeckung. Zucker, Sahne, Butter für die Grundmasse und Grundlage für eine brillante Geschäftsidee. Fatsch kennt hier kaum jemand. Noch. Fatsch ist ein Weichkaramell. Da gibt es eine schöne Geschichte früher, das kam in England. Da war ein Zuckerbäcker, der hatte eine falsche Temperatur gewählt und sollte eigentlich Hartkaramell machen. Ne? Und hat eine falsche Temperatur gewählt und dann kam dann Weichkaramell raus. Deswegen heißt Fatsch auch in Deutsch vermasselt. So ähnlich begann auch seine Karriere. Am Anfang hat es schon ein bisschen gedauert. Der schlimmste Fehler war eigentlich so, dass es überhaupt nicht geschmeckt hat. Das ist eigentlich mein schlimmster Fehler. Weil wichtig ist es immer eigentlich, dass es schmeckt. Ne? Übung macht den Meister. Eine ganze Familie, ganze Freunde muss natürlich kosten und probieren. Und am Anfang war natürlich auch einiges dabei, das nicht so toll geschmeckt hat. Aber da mussten sie durch. Mittlerweile sind die Oberzeuser Fatsch gefragte Spezialitäten. Kochdauer und vor allem die exakte Temperatur. Für das Gelingen der Masse ganz wichtig und natürlich die Zutaten. Nur ausgesuchte Produkte kommen in das Fatsch des Aromakünstlers. Das hessische Karamell mit Walnüssen und Äpfeln. Ein Renner. Gebe ich meine Walnüsse rein. Und zum Schluss meine Schokolade. Die gibt dem Fatsch von Thomas Niedermeyer diese zarte Cremigkeit. In Form gießen, abkühlen, ruhen lassen und Probenaschen natürlich. Mittlerweile habe ich den Geschmack im Mund. Also im Kopf, im Mund, im Kopf. Also ich probiere halt immer, klar, aber ein kleines Stück. Aber sehen ja, ich bin eigentlich in einer guten Form. Jedes Teilchen ein Unikat, entstanden mit viel Liebe. Und das war halt immer mein Traum gewesen, was Eigenes zu machen. Und dann kam mir halt die Idee mit dem Fatsch. Und hier kann ich mich ausleben, hier kann ich meine eigenen Kreationen vorbereiten, meine eigenen Rezepturen schreiben und das macht total Spaß. Die Fatsch aus Oberzhausen mit Whisky, Feigen, Apfelwein kosten zwischen rund 4 und 7 Euro pro 100 Gramm. Sie bekommen sie auf Märkten, in Feinkostläden und übers Internet. Sie sollten sie mal versuchen.